Ein Rettungswagen im Einsatz, jede Minute zählt. In Deutschland sollen die Helfer in 8 bis 12 Minuten beim Notfall ankommen. Doch das ist wegen der Entfernungen oder des Verkehrs oft kaum zu schaffen. Und so geht vor allem bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen wertvolle Zeit verloren. Der junge Arzt Marcel Damme kämpft seit Jahren dafür, diese lebensrettenden Minuten bis zum Eintreffen der Profis bereits zur Reanimation zu nutzen. Eine einfache App könnte die Lösung sein. Wenn jetzt jemand auf der Straße umkippt und der Notruf gewählt wird, dann kann der Leitstellendisponent entscheiden, dass es sich wahrscheinlich um eine Reanimation handelt. Und wenn er das Stichwort in den Rechner eingibt, dann läuft unsere App im Hintergrund an und fängt dann an, im Umkreis Helfer zu suchen, die registriert sind. Konkret geht es um die App Region der Lebensretter. Dort können sich Menschen anmelden, die gerne bereit sind, bei medizinischen Notfällen in ihrer Umgebung einzuspringen und mit der Wiederbelebung zu beginnen, bis der Rettungsdienst eintrifft und so vielleicht Schlimmeres verhindern. Denn die Zeit ist der größte Gegner. Dieser Zeitraum, in dem der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen ist, diese 8 bis 12 Minuten sind halt extrem wichtig. Insofern, dass das Gehirn nach 3 bis 5 Minuten schon unwiederbringliche Schäden hat, wenn es ohne Sauerstoff ist. Und damit sind die Reanimationsmaßnahmen, die Herzdruckmassage in den ersten Minuten so wichtig. Neu ist die App-Idee nicht in Frankreich oder Dänemark seit Jahren gelebter Alltag. Und auch in Deutschland, sogar in Sachsen, ist sie schon in 2 Regionen verfügbar. Doch sie muss für jeden Landkreis neu zugelassen werden. Nun will der Landkreis Meißen am 1. September starten und sucht freiwillige Lebensretter. Bei uns sind alle Helfer willkommen, die regelmäßig Reanimationstrainings machen und eine medizinische Grundausbildung haben. Wir haben uns dort auf die 48 Unterrichtseinheiten des Sanitätshelfers als Mindeststandard geeinigt. Seine Kollegen im Elblandklinikum Meißen muss der junge Mediziner nicht lange überzeugen. Doch es werden noch 700 Freiwillige benötigt, damit die App auch wirklich am 1. September starten kann.